Nach seinem Junggesellenabschied wacht der 28-jährige Fastbräutigam Mike Meinke angekettet an Bettina Kramer auf. Die Blondine hat er vorher nie gesehen. Ab diesem Zeitpunkt ist sein Leben ein einziger Albtraum. Morgen ist die Hochzeit mit seiner Verlobten Svenja Dohle. Doch vorher muss Mike mit Hilfe eines Detektivs herausfinden, was in der Nacht zuvor wirklich passiert ist. Mike, wie siehst du denn aus? Was hast du nur mit deinen Haaren gemacht? Bitte schön, bitte. Geht es Ihnen gut, mein Sohn? Ja, Hochzeitsstress. Ich gehe einen Schluck Wasser holen. Sie sehen mir doch sehr abgekämpft aus. Okay, dankeschön. Kannst du mir mal sagen, was los ist? Ich habe dich ungefähr 100 Mal versucht zu erreichen. Ich bin doch einmal rangegangen, Mann. Ich war doch nur verkatert, das war alles. Das ist alles? Ja, das ist alles. Ey, sag mir mal zu, mein Freund, ich habe mir Sorgen gemacht. Du hast mich weggedrückt, ich weiß überhaupt nicht, was mit dir los war. So, alles in Ordnung? Natürlich. Bitteschön. Dankeschön. Wir haben ja schon 2 Gespräche geführt und uns darüber eingehend unterhalten. Aber jetzt, so kurz vor dem großen Tag, will ich Sie doch noch mal fragen, ob Sie sich weiterhin bewusst sind, welchen verantwortungsvollen Schritt Sie da unternehmen. Eine Ehe ist eine ernste Sache, kein kurzfristiger Entschluss aus Jux und Dollerei. Das ist uns klar, mir zumindest. Eine Ehe im Sinne Gottes bedeutet Ehrlichkeit und Treue, Aufrichtigkeit. Das sind keine leeren Worte. Ja, es versteht sich ja von selbst, dachte ich. Nun gut, dann möchte ich jetzt noch mal den Ablauf der Traufeier mit Ihnen durchgehen. Entschuldigen Sie mich bitte, ich hole mal kurz die Unterlagen. Ja? Jetzt raus mit der Sprache. Was war da los? Da ist doch irgendwas gelaufen. Mir scheint, als gäbe es irgendwelche Unstimmigkeiten zwischen Ihnen beiden. Sie sind sich doch noch sicher, dass Sie morgen vor den Traualtar treten wollen. Ganz ehrlich, ich muss noch schnell was erledigen. Mike? Ja, ich melde mich danach bei euch, ja? Was ist los, mein Sohn? Ich melde mich! Mike, das bringst du jetzt nicht! Mike! Der Pfarrer da drinnen redet mir nur noch was von Ehrlichkeit und Treue. Das ist der Horror da drinnen und dabei weiß ich immer noch nicht, was los ist. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. Das Gespräch mit dem Pfarrer hat dem Bräutigam noch einmal bewusst gemacht, was auf dem Spiel steht. Mike muss so schnell wie möglich herausfinden, ob er Svenja in der Nacht betrogen hat oder nicht. Ohne diese Gewissheit kann der Internetspezialist nicht vor den Traualtar treten. Zusammen mit dem Ermittler Sascha Kern will er den nächsten Schritt überlegen. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Ich muss aber herausfinden. Und ich weiß nicht, wo ich noch ansetzen könnte. Und guck mal, wie ich aussehe. So kann ich doch nicht nach Hause. Ich sehe aus wie Scheiße, Mann. Ey, nimm deine Hände da weg. Was machst du da? Das sieht aus wie ein Disco-Stempel. Was für ein Disco-Stempel? Ey, ich guck selber. Kommt da noch mehr da unten hier? Ey, warte mal. Warte mal. Ja, guck dir den Scheiß selber an. Was macht der hier in meinen Arsch? Scheiße. Warte mal, komm mal her. Zieh noch mal runter, das Ding. Wie heißt der Schuppen? Ey, pass auf. Spare dir den Atem. Ich werde mal kurz googeln. Im Internet und sehen, was das für ein Laden ist. Oh, wie kommt der auf meinen Hintern? Ich weiß nicht. Ah, ja, guck mal einer an hier. Aha. Guck mal hier, die meisten Clubs haben ja Partybilder, ne, die sie hochladen. Und guck mal, welche Saufziegentruppe ich hier gesehen habe. Mhm. Völlig verstrahlt. Warte mal, warte mal. Wer ist der da? Wollte ich mit bei gewesen sein, ne? Nee, den kenne ich gar nicht. Was macht der überhaupt bei uns auf dem Tisch? Ey, der ist nicht einer von uns. Er ist ja bei euch mit dabei. Nee, er muss was damit zu tun haben, aber. Warte, ich spreche jetzt erstmal. Wir machen jetzt Folgendes. Wir fahren jetzt dahin, greifen uns den, stellen ein paar Fragen und dann wissen wir vielleicht über gestern Abend mehr. Ich kenne den grinsenden Typen nicht. Oder werde ich langsam paranoid? Der sieht doch verdächtig aus, oder nicht? Ich will ja nicht vorschnell schießen. Der Typ kann alles sein oder auch gar nichts. Wir müssen jetzt sehen, dass wir an den irgendwie rankommen. Dank einer Eintragung im Online-Gästebuch des Clubs kann der Unbekannte von den Fotos, Taifun Önel, ausfindig gemacht werden. Der Privatdetektiv glaubt allerdings nicht daran, dass der junge Berliner irgendetwas mit den Ereignissen der Nacht zu tun hat. Du hast nicht süße Blonde gelassen, Mann. Ey, ganz ehrlich, Mann, laber mich nicht voll, okay? Hast du was gestern unter Dünks reingemacht? Ja, was soll ich da reingemacht haben, Digga? Was ist los? Alter, gib's zu, du hast was unter Dünks reingemacht, wa? Sei mal ehrlich. Nicht, dass ich wüsste, nein, Mann. Weil, ganz ehrlich, ich wach heute Morgen auf
Nimm deine so angeblich süße Blondine, ja? Und ich hab kein Schimmer, was passiert ist. Besser, du redest jetzt. Na, dann würde ich sagen, du hast einen schönen Fitness gehabt. Du hast gestern schön noch einen weggesteckt mit dir, würde ich sagen, oder, mein Freund? Sehr geil. Der Detektiv hat Mühe, den aufgebrachten Mike von Typhoon zurückzuhalten. Der ITler macht den jungen Berliner für seinen Albtraum verantwortlich. Pass auf, was du machst, mein Freund. Echt? Hör zu. Komm jetzt. Schluss, hab ich gesagt, verdammte was Scheiße. Los, warum ist denn so aggressiv? Er ist noch nicht ans Klare, Birne, von gestern. Pass auf, zum Thema gestern habe ich noch ein paar Fragen. Gestern Abend war der unterwegs. Kannst du mir noch ein bisschen was erzählen dazu? Na, ich war gestern in dem Club. Da habe ich die Jungs getroffen. Der Mike hat ja seine Junggesellenparty gefeiert. Ja. Und da kam der Chris zu mir und hat mich dazu eingeladen. Dann sollte ich mit dir anstoßen mit den Jungs. Da habe ich dann auch gemacht. Da war er noch richtig gut drauf und alle drum und dran. Na, nach 10 Minuten bin ich auch wieder abgehauen. Weil ich habe auf meine Jungs gewartet und so. Und die waren dann auch da. Das war's. Okay, aber verstehen. Ganz ehrlich, das ist mir auch viel zu blöde, eure Aktion. Ja. Und er soll aufpassen, was du machst. Ey, ganz ehrlich. Bleib cool, Mike. Droht ihr mir gerade? Nein, er droht dir gar nicht. Er hat was mit der Sache bleib zu tun. Cool. Pass auf, ich glaube ihm, der spinnt nicht. So viel Menschenkenntnis habe ich. Komm, wir gehen. Du lass die Luft raus, warte, lass die Luft raus jetzt. Ja, Svenja. Ja, was ist? Ja, Mann, keine Ahnung, was für ein Film denn? Was für ein Filmchen? Was? Warte mal, du willst die Hochzeit absagen? Warte mal. Beruhig dich mal, wir treffen uns jetzt kurz. Nein, wir treffen uns jetzt kurz, okay? Bei meiner Arbeit eignet man sich im Laufe der Zeit eine ziemliche Menschenkenntnis an. Und der Typ eben war garantiert harmlos und ahnungslos. Für mich ist viel interessanter, was für ein Filmchen Mikes Verlobter gerade spricht. Immer noch auf 180 wirft Svenjas Ankündigung, die Hochzeit abzusagen, Mike gänzlich aus der Bahn. Hilflos will er seiner Verlobten klarmachen, dass ein Missverständnis vorliegen muss. Der Detektiv kommt zur Unterstützung mit. Er weiß, dass enttäuschte Bräute schnell aus dem Ruder laufen können. Wenn du das nicht rausfasst. Du willst nur antun. Und es ist so kurz vor unserer Hochzeit, du bist tot. Hey, warte mal. Alles klar. Was redest du? Spinnen jetzt alle? Was redest du? Das weißt du wirklich nicht? Nein, wovon redest du gerade? Hier, ich zeig's dir. Du kommst hier runter und wirst hier schau's laut dir und... Sag dir das irgendwas? Ey, das bin ich nicht. Das bist eindeutig du. Ey, ich erinnere mich nicht dran. Ich weiß selber nicht, was los ist. Also, wenn ich auch mal was sagen kann, für mich sieht das Video ziemlich merkwürdig aus, ja? Wer sind Sie denn überhaupt? Mein Name ist Kern, ich bin Privatdetektiv und ich soll Ihrem Verlobten helfen, mal ein bisschen Licht in die Dunkelheit zu bringen und den gestrigen Abend zu rekonstruieren. Ein Privatdetektiv, echt, Mike? Ja, ich brauch sowas, um die Sache aufzuklären. Ich sag dir was, ich werde unsere Beziehung garantiert nicht im Beisein von diesem was auch immer diskutieren. Wir gehen. Komm. Ich bin so fertig. Ich weiß nicht, wie Mike mir das antun kann. Und dann noch kurz vor unserer Hochzeit. Und er tut immer noch so, als wüsste er nicht, was gelaufen ist. Aber er wird sehen, was er davon hat. Nicht mehr Herr der Lage setzt Mike alles daran, seine Braut davon zu überzeugen, dass er einer Intrige zum Opfer gefallen ist. Doch das heimlich zugespielte Video zeigt etwas anderes. Mike im Bett wälzend mit Bettina. In diesem Fall sagen Bilder mehr als Worte. Das macht das auf einmal alles Sinn? Du gehst da nicht ans Telefon, du drückst mich ständig weg. Du blamierst uns total bei dem Vorgespräch mit dem Pfarrer und dann noch die schräge Geschichte mit der Pension heute Morgen. Ey, glaubst du den Scheiß jetzt wirklich? Dein Ernst gerade? Du musst mich kennen. Ey, ich habe selber keinen Schimmer, was da passiert ist. Oder wie wir da hingekommen sind. Jemand muss mir K.O.-Tropfen gegeben haben. Ach, K.O.-Tropfen, so ein Scheiß. Du warst einfach nur total voll. Und da merkt man scheinbar nicht, wenn einem irgendwie die Hose aufgeht oder wenn man sich mit einer anderen Tussi auf dem Boden rumwälzt und gegenseitig betatscht. Svenja, hör mal zu. Ey, weißt du mich was? Du warst das alles so gar nicht, Mann. Wie denn dann? Hör mal zu. Ja? Hör mal zu. Mike, ich kann nur glauben, was ich sehe. Du weißt ja scheinbar nicht mehr, was passiert ist. Und das Video ist echt eindeutig. Ey, das war ich nicht, Mann. Ey, ich war das nicht. Oder doch, aber ey, selbst wenn ich es war, ich war es trotzdem nicht. Die Hochzeit ist geplatzt, Mike. Junggesellenabschied ist okay, kann man mal auf den Putz hauen, verstehe ich alles. Aber mit anderen Frauen rummachen ist echt ein No-Go. Und dann versteckst du dich noch die ganze Zeit vor mir und lügst mich an. Ich weiß doch gar nicht, was passiert ist, Mann. Ist dein Ernst gerade? Ich kann dir so nicht mehr vertrauen, Mike. Ich will, dass du deine Sachen packst und verschwindest. Ich kann das einfach nicht. Wenn ich zurückkomme, bist du weg. Hey, oh, ich kann nicht mehr, Mann. Alles scheint gegen mich zu sprechen. Das Video, Bettina, offene Hose. Was soll ich da sagen? Aber ich war das nicht. Don't bury
Während für Mike gerade eine Welt zusammenbricht, versucht der Privatdetektiv Sascha Kern genau diese zu retten. Dem engagierten Detektiv ist der 28-jährige Bräutigam ans Herz gewachsen und er will alles daran setzen, diese Hochzeit zu retten. Sascha hofft dabei auf die Unterstützung von Bettina. Ich find's ja irgendwie gut, wie du dich da reinkniest. Aber glaubst du, da kann man noch irgendwas machen? Ich meine, die Sache ist doch durch. Für mich ist die Geschichte noch nicht durch. Wir müssen einige Fragen beantwortet bekommen. Erstens, wer hat Mikes Braut dieses Video zugestellt? Zweitens, wer hat sie zu dieser Pension gelockt? Drittens, wer ist Leslie Chow? Und viertens, wer hat ein Interesse daran, die Hochzeit zu sabotieren? Okay, und wie kann ich dir dabei helfen? Ich meine, ich bin ja selber quasi Opfer. Ich war es jedenfalls nicht gewesen. Ja, du bist in der Geschichte auch irgendwie ein Opfer, das ist klar. Aber wenn der Mike heute Morgen nicht halbnackend an dich rangekettet in dieser Pension wach geworden wäre, hätte er jetzt mit seiner Braut nicht diesen ganzen Stress. Ja, das stimmt, auch wenn ich nichts dafür kann. Mike tut mir ja auch irgendwie leid. Aber sag mal, von was für einem Video hast du da eben geredet? Na, ich spreche von dem Video, was Mikes Verlobter zugespielt worden ist. Und zwar seid ihr da drauf zu sehen, wie ihr euch da halbnackend auf dem Boden rumwälzt, ob bei einer Party, ja? Wie bitte? Ja. Halbnackt wälzen, Mike und ich. In anzüglichen Posen. Oh Gott, nicht auch noch das. Scheiße. Aber das Filmchen ist mir auch nicht ans Koscher. Und genau da setzen wir an. Wir müssen rauskriegen, wer es gedreht hat, ja? Wer steckt dahinter? Ich weiß es wirklich nicht. Weil normalerweise, ich würde sowas nie machen. Schon gar nicht mit einem Typen, der quasi verheiratet ist. Na gut, wie gesagt, wir fahren jetzt erstmal los und kriegen raus, was dahinter steckt. Okay, dann ist dir ja auch geholfen. Okay, da bin ich dabei. Mike und ich, wir sind uns am Anfang nur auf den Keks gegangen. Aber mittlerweile tut er mir nur noch leid. Ich sehe ja, wie sehr er Svenja liebt. Ich hoffe, ich habe keinen Mist gebaut. Der Detektiv und das Escort Girl wollen alle Hebel in Bewegung setzen, um für das Glück des jungen Brautpaares zu kämpfen. Sie glauben nach wie vor an eine Intrige und wollen nicht aufgeben, während Mike zu Hause bereits die Segel streicht. Alles, was ihm jemals wichtig erschien, scheint verloren zu sein. Was für ein Dreck. Ich hätte eine Runde kegeln können oder pokern, das wäre viel besser gewesen. Schön, dass du Zeit für uns hast. Ja, kein Ding, ne? Also, wenn ich eine Party hab, so, dann gehe ich sowieso öfters mal durch den Club und schau mir mal alles an. Und bei euch ist mir jetzt speziell nichts aufgefallen. Wir können trotzdem mal die Fotos von gestern gucken. Ja? Sehr gerne. Tja, das war's dann wohl. Ah, das ist ja ein Ding. Die Bilder passen ja eindeutig zum Handyvideo. Ach, das ist doch gar nichts gewesen. Ich meine, ihr wart einfach rotzedicht und ihr seid übereinander gefallen und konnte nicht mehr aufstehen, weil er so besoffen war. Mehr war er nicht. Ich wusste es doch. Alles andere hätte mich auch gewundert. Na, ich habe mir auch schon gedacht, dass das Video eher so ein bisschen auf spannend gemacht worden ist und diese Geschichte eher harmlos wäre. Warte mal, stopp. Ja. Guck mal hier. Mike hat in der Zwischenzeit beschlossen, Svenjas Entscheidung zu akzeptieren. Er hat keine Hoffnung mehr, seine Braut für sich zurückzugewinnen. Aber man sollte die Flinte nie zu schnell ins Korn werfen. Das ist der Typ, der das Handyvideo gedreht haben muss. Ja, leider kann man nicht mehr sehen. Warte mal, die hässlichen weißen Schuhe, die kenne ich doch. Die waren im Auto. Stimmt, die hätte ich auch in der Hand gehabt. Ja, die müssen von Chris sein. Da hast du recht. Und mich hat auch gewundert, dass er vorhin zu dir Virginia gesagt hat. Weißt du was? Echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Wir fahren jetzt mal gleich zu ihm hin und fragen ihn mal alle selbst. Unterdessen verabschiedet sich der noch ahnungslose Bräutigam von seinem Traum, mit der Liebe seines Lebens alt zu werden. Wer auch immer hinter der Intrige steckt, hat Mikes Zukunft zerstört. Das war's dann wohl. Morgen soll ich eigentlich die Frau heiraten, die ich liebe. Wird wohl nicht passieren. Wie es aussieht. Als der 28-jährige Mike Meinke einen Tag vor seiner Hochzeit nach einer durchzechten Junggesellennacht im Hotelzimmer aufwacht, ist das der Start seines ganz persönlichen Albtraumes. Angekettet an Bettina Kramer kann er sich an nichts mehr erinnern. Als seine Verlobte Svenja Dohle von der Nacht erfährt, sagt sie die morgige Hochzeit ab. Gemeinsam mit dem Escort Girl will Detektiv Sascha Kern Licht ins Dunkel bringen und den hinterlistigen Trauzeugen überführen. Ihr schon wieder? Was macht ihr denn hier? Gibt's irgendwas Neues?
Na, was Neues gibt's nicht direkt. Aber wir wollen ja dem Kumpel Mike helfen, der mit Laum, dass der ordentlich verarscht worden ist. Ja, schließlich steht dann eine Hochzeit auf dem Spiel. Ja, also, ich würde euch ja gerne helfen, aber ich habe im Moment gar keine Zeit. So, ich muss jetzt programmieren, habe noch viele andere Sachen zu tun. Du musst uns unbedingt helfen. Das ist doch dein bester Freund und du bist doch auch sein Trauzeuge, oder? Ja, aber... Chris, mein Mund ist so trocken. Hast du vielleicht ein Glas Wasser für mich? Das wäre super lieb von dir. Wenn es nicht anders sieht. Warte. Kaum ist der Trauzeuge aus dem Zimmer, gehen die beiden Spürnasen dem Verdacht gegen Chris nach und suchen Beweise, die ihn überführen können. Ah, was haben wir denn hier? Wusste ich's doch. Was ist das denn? Was machst du mit meinem Handy, ey? Komm, gib das wieder her. Ja, komm, Finger weg jetzt hier, mein Freund. Da kannst du stehen bleiben. Guck mal hier. Du steckst hinter der ganzen Geschichte. Drehst das Handyvideo noch so, dass es verdächtig aussieht und schickst es dann Mike seiner Freundin rüber. Ja, seiner zukünftigen Braut, besser gesagt. Hast du nichts mehr zu sagen jetzt? Jetzt guckst du aus der Wäsche. Was soll das jetzt? Und wie könnt ihr, woher wisst ihr denn das alles jetzt? Ich hab dich schon im Visier gehabt, als du zu Bettina Virginia gesagt hast, mit ihr, also ihren Künstlernamen benutzt hast. Aber der entscheidende Hinweis kam von Bettina. Ja, diese hässlichen weißen Schuhe. Ja, ganz genau, die hässlichen weißen Schuhe, die noch in deinem Auto rumliegen haben. Wo sind die jetzt eigentlich? Bei Mutti. Bei Mutti. Ja. Da liegen sie ja gut. Aber egal, die brauchen wir auch nicht. Wir haben ja nun alles, was wir brauchen. Wir fahren jetzt mal zu Mike und seiner zukünftigen Brautin und versuchen mal die Hochzeit zu retten. Ja, doch, du wirst jetzt mitkommen, mein Freund. Los, ab jetzt raus hier. Hier ging es hier erstmal darum, Chris zu überführen. Das Warum, das soll er seinem Freund mal am besten selber erklären. Mit dem geständigen Chris im Schlepptau versuchen der Privatdetektiv und Bettina, Mike so schnell wie möglich über den Urheber der Intrige zu informieren. Denn sie wissen genau, nur wenn der Trauzeuge der Verlobten Svenja erklärt, warum er die Hochzeit sabotiert hat, bekommt Mike vielleicht noch eine Chance, eine Traumfrau zu heiraten. Sie hoffen, dass es noch nicht zu spät ist. Was wollt ihr denn hier? Und auch noch mit Bettina? Seid ihr verrückt? Mike. Was, Mike? Ganz ruhig, zu dir wollen wir, ja. Und wie gesagt, also hier kommen wir hier gerade noch rechtzeitig. Was heißt hier rechtzeitig? Wofür? Mike, wer ist das? Siehst du? Das ist doch die Tussi, mit der du rumgemacht hast. Bitte beruhigen Sie sich. Das ist Frau Bettina Kramer, ein Escort-Girl, was zum gestrigen Junggesellenabschied ihres Mannes gebucht worden ist. Und den Rest wird uns der liebe Chris hier mal selber erklären. Was heißt der Chris? Was redest du da, Mann? Chris, wovon redet der? Ich hab schon genug Stress und geh doch nur noch zu dritt auf. Mike, ja, Mann, scheiße. Mike, ich steck hinter allem. Chris, Mann. Hey, vielleicht bist du noch besoffen von irgendwas, aber... Du bist mein Trauzeuge. Du kannst es doch gar nicht gewesen sein. Was redest du da, Mann? Mann, Mike, das war so, ich hab euch was in den Drinks getan, mir natürlich nicht. Und ihr wart so benommen, ich hab euch in die Pension gebracht, aneinander gefesselt. Ich konnte alles machen mit euch. Und was ist mit den anonymen Hinweisen? Dass ich in die Pension kommen soll? Und die E-Mail mit dem Video? Naja, das war so... Ja, du solltest einfach Mike auf die Schliche kommen und denken, dass er was mit Bettina angefangen hat. Und was ist mit der Kondomschachtel? Ja, was? Also ich meine, da haben 20 Stück gefehlt. Ey, 20 Stück? Ja, keine Sorge. Das waren alles Spuren, die ich hinterlegt habe. Ja, wart so fertig, da kann einfach nichts passiert sein. Boah, Alter, wenn du nicht mein bester Freund wärst, ich würde dir sofort einen verpassen, du Idiot, Mann. Was war das eigentlich alles? So eine schwarze Aktion von mir. Jetzt habe ich meinen einzig besten Freund verloren. Ich bin echt froh, dass sich das geklärt hat. Und dass ich jetzt weiß, dass ich dir Unrecht getan habe. Das soll heißen? Dass die Hochzeit noch stattfindet, wenn du noch willst. Mike, kannst du mir noch mal verzeihen? Ey, ist das gerade eine ernsthafte Frage? Du hast fast gerade alles kaputt gemacht. Willst du mich verarschen? Ja, du musst verstehen, Mike. Ich war mein ganzes Leben lang einfach nur der Computerfreak, ja? Und ja, du bist einfach mein bester Freund. Und dann tust du mir sowas an? Ja, du hast mit mir abgehangen und so weiter. Und jetzt, wo Svenja da war, ich habe ja eigentlich gar nichts gegen sie. Ja, haben wir immer weniger unternommen. Ja, und wenn ihr jetzt heiratet, dachte ich, bin ich wieder ganz alleine. Chris, hör mal zu. Verschwende bloß, okay? Du hinterhältige Sau, wegen dir wir alles fass am Arsch. Hau ab, ja? Komm mir nie wieder unter die Augen.
Und zu meiner Hochzeit kommst du auch nicht. Hast du mich verstanden? Ich liebe es, wenn dein Plan funktioniert und wenn ich den von jemand anders durchkreuzen kann. Es tut mir so leid, dass ich an Mike gezweifelt habe. Aber die ganze Story war wirklich echt. Es kam echt rüber. Die Hauptsache ist, dass jetzt alles aufgeklärt ist. Trotz aller Versuche, die Hochzeit zu verhindern, hat am Ende die Liebe gesiegt. Mike Meinke kann seine Svenja endlich zum Altar führen. Als Trauzeuge ist Arno Pfaff eingesprungen, der von Chris' miesen Machenschaften keinen Schimmer hatte. Und glücklich? Jetzt ja, überglücklich. Arno! Nach dem ganzen Chaos hatte Mike schon fast die Hoffnung aufgegeben, seine Svenja jemals als Braut in die Arme schließen zu dürfen. Der Tag gestern war schon irgendwie unvergesslich auf seine Weise. Die erste große Prüfung haben wir jetzt hinter uns gebracht. Jetzt kann die Ehe aber schon ein bisschen entspannter starten. Und vor allem mit einer neuen Frisur, mein Schatz. Und dann Flitterwochen, ganz weit weg. Mike und Svenja sind sich einig. Da ihre Liebe sogar den Horrortrip des Junggesellenabschieds überstanden hat, wird sie auch den Rest des gemeinsamen Lebens überdauern. Ob sich die Freundschaft von Chris und Mike erholen wird, steht allerdings in den Sternen.